Gold glänzt auch im Jahre 2020. Gleich im Januar hat das gelbe Edelmetall neue Allzeithochs in Euro erreicht. Und bei mir ist jetzt der Rohstoffexperte Wolfgang Seibold, der ist Geschäftsführer der Axino Investment GmbH. Schön, dass Sie hier in Frankfurt sind, Herr Seibold. Danke für den Besuch hier auf dem Parkett. Ja, was sind denn die Gründe für den mittlerweile mehrjährigen, aber vor allen Dingen mehrmonatigen Höhenflug bis an die Spitze der Euro-Allzeithochs? Also aus meiner Sicht sind es drei Gründe. Zum einen, die Zentralbanken sind ja die letzten paar Jahre wieder aufgetreten als Käufer am Goldmarkt. Zum anderen, Vermögensabsicherung ist ein riesiges Thema für Hedgefonds, für große Vermögensverwalter und Fonds. Da steigt auch wieder die Nachfrage und nicht zuletzt die schwache Währungen. Viele Leute meinen immer, der Goldpreis steigt. Das stimmt nur bedingt, denn eigentlich fällt die Währung, und zwar die Papierwährung. Deshalb ist der Goldpreis bei vielen Papierwährungen momentan wieder auf dem Höchststand. Die Notenbanken haben Sie angesprochen, vielleicht ein Wort mehr dazu. Gerade die Russen haben viel, viel gekauft, die Chinesen, die Türken. Warum sind die da gerade so aktiv? Haben Sie eine Erklärung dafür? Ja, natürlich. Aus meiner Sicht ganz klar, die Notenbanken global haben erkannt, dass sie doch eine unheimlich hohe Dollarabhängigkeit haben. Das heißt, die ganzen Goldkäufe seitens der Notenbanken sind für mich einfach Diversifikationsstrategien ihrer Devisenreserven. Und nicht zuletzt auch die Notenbanken wissen, Gold ist Geld. Ja, in der Tat. Mal unabhängig von der physischen Nachfrage, die wir ja auch immer wieder in Indien beispielsweise angesichts der Hochzeitssaison sehen, immer wieder ist doch zu hören, dass Future-Kontrakte und Derivate den Handel maßgeblich beeinflussen, die Preise auch maßgeblich in die eine wie in die andere Richtung beeinflussen. Wie sehen Sie das? Also ich sehe das auf jeden Fall. Das ist mit Sicherheit ein Bestandteil in diesem Edelmetallsektor. Auf jeden Fall kann man davon ausgehen, weil auch Fachleute schon analysiert haben und auch letztendlich dokumentiert und bewiesen, dass immer wieder es zu Markteingriffen kam mit extrem hoher Volumina, sicherlich über die Derivateninstrumente und das auch oftmals kurz vor US-Nachrichten seitens der Wirtschaft oder sonstigen Informationen, die dann immer den Ticker kommen. Und da sehen wir immer wieder diese hohe Volatilität. Und sicherlich auch noch ein weiterer Punkt ist, wenn Sie jetzt das globale Schuldenvermögen nehmen, von allen Nationen, dann müsste aus meiner Sicht der Goldpreis eher schon bei 5.000 Dollar die Feinunze stehen und nicht bei 1.575. Aber, Herr Franik, es ist ganz klar, wenn der Markt diesen freien Lauf hätte, dann würde es jetzt schon signalisieren, dass unser Papiergeldsystem kaputt ist. Und ich glaube, das will kein Staat, auch die Notenbanken nicht. Und deswegen sehe ich schon eine gewisse Begleitung von höchster Finanzinstanz für diesen Edelmetallsektor. Angesichts der steigenden Kurse im Dollar haben wir ja noch ein bisschen Platz nach oben bis rund 1.900 Dollar, die uns haben doch viele Anleger Bedenken einzusteigen, weil sie einfach sagen, ja, der ist ja schon so gut gelaufen, der Goldpreis. Was meinen Sie? Ist es zu spät? Also an der Börse kann man ja nie perfekt kaufen und verkaufen, das wissen wir doch alle. Ich bin der Meinung, das Risiko, nicht investiert zu sein, ist viel, viel größer, als vielleicht zu früh oder zu spät einzusteigen. Wichtig ist nur, für uns ist Gold einfach Geld. Oder noch präziser ausgedrückt, eine Lebensversicherung ohne Schuldenrisiko. Also wenn Sie in Gold investieren, dann nicht, weil Sie darauf spekulieren, der Kurs geht hoch. Nein, Sie wollen einfach eine andere Währung haben und das möglichst ohne Kaufkraftverlust. Und das ist Gold und Silber. Apropos Silber, wo Sie es schon ansprechen, der kleine Bruder des Goldes heißt es immer so schön. Warum konnte der Silberpreis in den vergangenen Monaten nicht so sehr von diesem enormen Aufwärtstrend beim Goldpreis profitieren? Ja, da haben Sie recht. Ich denke, da gibt es auch mehrere Gründe, aber ganz zentral würde ich sagen, die Nachfrage von den großen Institutionen ist halt schon im Gold. Also auch die Notenbanken kaufen, glaube ich, keine großen Silberbestände auf, sondern Goldbestände. Ja. Und das ist sicherlich der Hauptgrund, auch die ganzen Hedgefonds, die Zuflüsse in den sogenannten ETFs, wo wir jetzt gesehen haben, sind dann doch primär im Gold. Gold kann man auch wesentlich größere Summen mit weniger, sag ich mal, Volumen oder Gewicht investieren. Und das ist sicherlich der Grund, warum Silber noch etwas hinterherhinkt. Aber Sie kennen vielleicht den Begriff des Gold-Silber-Ratio oder Ratio im Englischen ausgedrückt. Das ist aktuell bei knapp 90. Das ist extrem hoch. Das heißt, die Divergenz zwischen Goldpreis und Silberpreis ist so hoch, dass man eigentlich schon annehmen könnte, dass auch Silber Nachholpotenzial hat. Und wir glauben, mit einem weiteren Goldpreisanstieg wird auch Silber besser performen. Abschließend, wie investieren Sie jetzt in das Thema Edelmetalle?
Also ich bin natürlich ein Fan von physischen Edelmetallen. Und zwar, da kann man investieren in Form von Barren oder Münzen. Und da ist es gar nicht so wichtig, ob man jetzt die australische Kookaburra-Münze kauft oder den österreichischen Philharmoniker. Bei den Barren, da finde ich eigentlich ganz geeignet die 100 Gramm Barren oder für größere Summen auch die 500 Gramm Barren. Man hat einfach den Vorteil bei den physischen Investments, man hat keinen Schuldner. Das ist ganz arg wichtig. Ja. Jegliche Papierthematik um Gold ist auch ein Schuldnerrisiko. Das müssen die Anleger verstehen. Und das sehen wir als riesigen Vorteil. Auf der anderen Seite investieren wir seit über 30 Jahren in Aktien in der Edelmetallbranche, sowohl Produzenten, Explorer oder auch die sehr erfolgreichen Royalty-Gesellschaften. Auch hier sehen wir riesiges Potenzial, auch ganz speziell jetzt bei den kleineren Unternehmen, die haben die letzten zwei Jahre noch nicht so performen können. Da steckt aber viel Chance und wir sehen das als riesigen Hebel für unsere gesamte Strategie oder für unser gesamtes Portfolio. Und speziell bei den Kleinen gibt es oftmals auch 100% Chancen, die man dann als Hebel wirklich heranziehen kann. Und da glauben wir auch, 2020 besteht extrem viel Potenzial. Momentan wird zum Beispiel auch von den Anlegern, von den Börsen, Neuentdeckungen im Bereich Gold- und Silbervorkommen extrem gut honoriert. Und da laufen die Kurse wieder auf. Also halten wir fest, ein wirklicher Edelmetall-Optimist ist er. Wolfgang Seibold, Geschäftsführer der Axino Investment GmbH hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Seibold. Vielen Dank. Dankeschön.